Hey, Grüße aus Dänemark. In dem heutigen Video erzähle ich euch, wie viel Gramm Eiweiß ihr aus wissenschaftlicher Sicht täglich zu euch nehmen solltet, um einen optimalen Muskelaufbau zu haben. Und in diesem Zusammenhang zeige ich euch, wie ich mich ohne Eiweißpulver ernähre, um auf meinen täglichen Eiweißbedarf zu kommen. Viel Spaß! In dem letzten Video habe ich euch die derzeitige Datenlage zum Eiweißkonsum in der Off-Season vorgestellt. Und daher wissen wir auch, dass man für einen optimalen Muskelaufbau mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm des Körpergewichts am Tag zu sich nehmen sollte. Darüber hinaus schrieben Morten und seine Kollegen in ihrer Meta-Analyse, dass es ratsam sein kann, rund 2,2 Gramm an Eiweiß für diejenigen zu empfehlen, die durch das Krafttraining ihren Muskelaufbau maximieren wollen. Gleiches schrieben auch Irecki und seine Kollegen, zu denen unter anderem auch Eric Helms zählt. Also, wir halten fest, mit 1,6 Gramm pro Kilogramm werdet ihr Muskeln aufbauen. Und manche von euch werden mit 2,2 Gramm pro Kilogramm eventuell sogar noch ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen. Und jetzt seht ihr mich an diesem wunderschönen Steg sitzen, wie ich euch von meiner Ernährung im Urlaub berichte. Um ehrlich zu sein, mache ich es mir im Urlaub ziemlich einfach. Das heißt, ich tracke keine Kalorien. Trotzdem versuche ich ungefähr, mich an die Empfehlung von Helms zu halten. Außerdem probiere ich rund 800 Gramm Obst und Gemüse zu essen. Wenn ich die Werte aber nicht erreichen sollte, ist das für mich allerdings auch kein Weltuntergang. Ich bin ja schließlich im Urlaub. Also, es sieht so aus, dass ich mit dem Frühstück wie jeder normale Mensch beginne. Um ca. 9 bis 10 Uhr. Da habe ich 2 Scheiben Brot, schmier da eine Avocado drauf, mache pro Brot eine Scheibe Käse drauf. Da komme ich schon auf ungefähr 20 Gramm Eiweiß und schiebe das Ganze in den Ofen. Ich mag es einfach, wenn das Brot so ein bisschen wärmer ist. Ja, dann, wenn es fertig ist, lege ich da ein paar Tomaten drauf, ein Salatblättchen und ca. 100 bis 200 Gramm Lachs. Und um das Ganze gustatorisch dann abzurunden, mache ich da noch ein leckeres Sößchen drauf, bestehend aus Senf und Honig. Das rühre ich mir im Verhältnis 1:1 dann an. Ja, das kann ich euch sehr empfehlen. Das schmeckt super lecker und esse ich tatsächlich fast täglich. Dann warte ich circa 2 Stunden, dann ist es ungefähr 12 Uhr und dann fange ich an zu trainieren. Ich mache so im Urlaub, dass ich alle 2 Tage ein Ganzkörpertraining mache. Das habe ich sogar auch für euch abgefilmt und werde euch das hier irgendwo verlinken. Ja, nach dem Training, 1 bis 2 Stunden später, nehme ich dann wieder Eiweiß zu mir. Also ich mache so, dass ich vor dem Training auf das Eiweiß achte und nach dem Training. Und 2 Stunden später, also ca. 14 Uhr, sieht es dann so aus, dass ich 500 Gramm Skyr esse. Und da mache ich dann 2 Bananen rein, einen Apfel, meistens noch ein paar Rosinen und 1 bis 200 Gramm Knuspermüsli. Je nachdem, wie süß ich es haben will und wie viel Hunger ich habe. Ja, dann warte ich bis abends. Dann ist ca. 18 Uhr und da esse ich dann meistens noch mal warm. Entweder gibt es Nudeln, da mache ich dann in die Soße ganz viel Gemüse, dass sie dann noch auf das Gemüse kommen. In dem Fall Zucchini, Tomaten, Möhren. Und lege mir dann da am Ende auch wieder 2 Scheiben Käse auf die Nudeln, verpatsch und vermatsch das Ganze. Und dann kommen ca. 150 Gramm Thunfisch drauf. Also ich versuche tatsächlich hier in Dänemark im Urlaub jeden Tag Fisch zu essen. Also Skier und Fisch, das ist so meine Eiweißgrundlage. Ja, wahlweise gibt es aber auch mal eine Ofenkartoffel. Da mache ich mir eine Soße aus Skier und lege da auch wieder Lachs drauf, mache einen Salat dazu, esse manchmal noch Gemüse mit dazu. Also wie gesagt, so dass ich auf mein Gemüse komme. Und abends dann vor dem Schlafen gehen, das ist dann ca. 22 Uhr, 23 Uhr, ich bin ja schließlich im Urlaub, gibt es dann noch einen Eiweißshake, bestehend aus Skyr. Einfach den restlichen Skyr, also die 500 Gramm. Und da mache ich dann entweder Wasser oder Milch dazu. Und das kann ich euch empfehlen, ist super lecker. Da muss man gar kein Obst reinmachen. Ihr wisst, meist mache ich in den Quark noch Beeren rein oder eine Banane. Da habe ich ja auch schon euch ein paar Shakes vorgestellt. Aber in dem Fall schmeckt der Skyr so lecker. Und ich gucke dann einfach, ob ich auf mein Obst gekommen bin. Wenn nein, dann schneide ich da noch ein bisschen rein. Und ansonsten, ja, esse ich den eben oder trinke den dann einfach pur. Ihr seht also, man braucht nicht unbedingt Eiweißpulver, um auf sein Eiweiß zu kommen. Aber das hängt natürlich immer von der jeweiligen Person ab. Dem einen, also mir fällt das ein bisschen einfacher. Ich bin tatsächlich auch nicht so wählerisch, was Essen angeht. Und das ist so meine Möglichkeit, wie ich das mache. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr auf euer Eiweiß kommt. Ob ihr vielleicht auch kein Eiweiß nutzt, ob ihr Pute esst oder was so eure Eiweißquellen sind. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr unter
unter dem Video diskutiert und ich hoffe, es hat den einen ein bisschen angeregt. Vielleicht hat es euch auch ja irgendwie geholfen. Das hoffe ich mal. Dafür mache ich ja die Videos und würde mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung gebt und das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.